Meine Rolle hier bei der Firma Jumo ist die des Einkaufsleiters. Ich bin verantwortlich für die Materialversorgung hier im Hause, dass die Materialien, wie man das so schön sagt, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge hier ankommen. Jumo ist ein Hersteller von Messsteuer- und regelungstechnischen Komponenten. Man kann sich das so vorstellen, unser Schwerpunkt ist zum Beispiel das Thema Wärme, Wärmemessung, Wärmeregelung. Wenn Sie heute Brötchen kaufen beim Bäcker, da sind die oft aufgebacken und in speziellen Schränken wird das gemacht. Und solche Thermoprodukte stellen wir her, die quasi die Temperatur messen und auch entsprechend regeln. Die Beschaffungslogistik ist wichtig, um zum einen mal die Ware rechtzeitig vor Ort zu haben. Die Beschaffungslogistik ist wichtig, um die Ansprechpartner zu reduzieren, damit man auch sehr gezielt bei Fragen weiß, an wen man sich wenden muss. Die Beschaffungslogistik ist auch dahingehend wichtig, dass man wegen der Bündelung einfach weniger Ansprechpartner und auch weniger Lieferungen ins Haus bekommt. Also wir haben das Thema Beschaffungslogistik seit etwa dem Jahr 2000 gestartet und das war am Anfang ein bisschen steiniger Weg, weil man musste einfach auch unsere Lieferanten überzeugen, dass die nicht ihren Lieblingsspediteur nehmen, den sie haben, sondern dass sie unseren Lieblingsspediteur nehmen und quasi ihre Produkte darauf bündeln. Das war auch manchmal dahingehend ein bisschen schwierig, dass natürlich ein Versendungsavis von den Lieferanten gekommen ist und möglicherweise nicht immer gleich Zufall dort vor Ort war. Aber diese Themen, gerade mit etwas späterer Lieferung, was es am Anfang durchaus mal gibt, das sind so die normalen Themen, das haben wir also sehr gut gelöst und mittlerweile ist das so doch stark aus dem Fokus gegangen, weil das einfach funktioniert. Gut, Beschaffungslogistik ist für uns dahingehend sehr wichtig, dass wir die Ware entsprechend immer zum richtigen Zeitpunkt hier benötigen. Das kann man mit verschiedensten Methoden machen. Und in dem Fall haben wir das jetzt gerade mit der Firma Zufall auch so seit einigen Jahren schon durchgeführt und das sehr erfolgreich durchgeführt, dass wir gesagt haben, wir wollen nur einen Ansprechpartner für die Lieferung, für die Anlieferung hier ins Haus. Und gerade die Produkte, die nicht als Paket kommen über Paketdienst, sondern über Spedition geliefert werden müssen, haben wir gebündelt zu einem Unternehmen und das ist wie gesagt Zufall, mit dem wir dahingehend zusammenarbeiten. Zufall bekommt von uns quasi den Auftrag, dann die Ware abzuholen und liefert die bei uns an. Der Vorteil ist, wir haben nicht so viele unterschiedliche Speditionen hier. Wir müssen uns nicht auf so unterschiedliche Anforderungen einstellen. Und wenn man den vor- und nachgelagerten Prozess betrachtet, nach der Lieferung kommt dann auch die Rechnung, kommt auch die Frachtrechnung. Und wir haben dann den Vorteil, dass wir nicht viele Rechnungen von vielen Speditionen bekommen, sondern eine gebündelte Rechnung von einem Spediteur in diesem Fall.